Hallo und guten Tag, Freunde der Légion étrangère, Kameraden und Abonnenten. Ich grüße euch. Der Urlaub ist rum. The show must go on. Und ich mache heute weiter mit einem, wie ich finde, absolutem Highlight. Karl Kallmund, der Vater von Rainer Kallmund, diente einst in der französischen Fremdenlegion. Seine Einheit war die 6. Kompanie der 13. Halbbrigade, der 13. DBLÖ. Mit dieser Einheit diente er in den Jahren zwischen 1952 und 1954. Er geriet am 15. Juli bei Lang Thai, das ist oben in Nordvietnam, in der Nähe von Hanoi, in einen Hinterhalt und zog sich Verletzungen zu, die er nicht überleben konnte. Durch die Tatsache, dass Karl Kallmund einst im Indochina-Krieg focht, wurde Rainer Kallmund automatisch Teil der Familie Légion étrangère. Und ich denke, die Hierarchie sieht das genauso. Über den Tod seines Vaters und über viele andere Dinge diskutierte oder sprach ich mit Rainer Kallmund persönlich, Gast zu Gast bei Kallmund. Viel Spaß beim Interview. Zu ihren Mitkämpfen, zu ihren Kollegen. Boah, geht mir nicht mal näher. Denn ich bin ja auch ohne Vater aufgewachsen. Mein Vater hat irgendwann mal die Karte in die Luft aufgemacht. Und seitdem ist es bei mir so. Rainer Kallmund, zunächst mal danke, dass ich Gast bei Ihnen sein darf heute. Ja. Es ist mir eine Ehre. Thomas Gast zu Gast bei Kallmund. Das macht schon was. Ja, ja. Auf alle Fälle. Jetzt fragt sich natürlich der Zuschauer, was hat der Thomas Gast oder was verbindet den Thomas Gast mit dem Rainer Kallmund? Ja. Die Antwort wissen wir beide. Ihr Vater war bei der Fremdenlegion. Ja. Und der Thomas Gast war auch ziemlich lange bei der Fremdenlegion. 17 Jahre. Was ich weiß, ist, dass du jetzt Bücher schreibst. Ja. Nicht mehr schießt und nicht mehr kämpfst. Ganz genau. Aber, ja, oder vielleicht doch kämpfst über gute Bücher, gute Artikel. Ja, das ist sicherlich die bessere Option. Ja. Vielleicht sprechen wir ein bisschen lauter, damit man das ja, ich kann akustisch ja sagen, gut ein, ne? Natürlich kenne ich dich trotzdem als Schriftsteller, weil ich mich für Geschichte, auch jüngere Geschichte, vor allen Dingen mit der Fremdenlegion interessiert hatte. Und dann tauchst du ja hier und da mal als Gast, ja, nicht als Gast, als Schreiber auf, mit dem Namen Gast. Ja. Daher bist du mir nicht ganz unbekannt. Ich bin nicht mit leeren Händen gekommen, denn ich habe hier ein Bild, auf dem ist zu sehen eine wunderbare, junge, hübsche Frau, sehr bekannte Frau, ein nicht weniger attraktiver junger Mann, ein Fremdenlegionär, mit einem weißen Käppi, mit den Epaulette Tradition, das sind die Traditionsepauletten der Fremdenlegion, einen weißen Anzug, einen blauen Gürtel. Man sieht das nicht so, weil es schwarz und weiß ist. Ich zeige dir das Bild mal. Und ich möchte, bei den Indianern sagt man immer, dass man den Freunden das schenken sollte, was einem selbst lieb und teuer ist. Das tue ich hiermit und ich möchte, dass dieses Bild im Haus Kallmund bleibt. Ja? Sie kennen diese junge Frau? Ja. Marlene Dietrich. Ja. Marlene Dietrich zu den Filmaufnahmen im Film Marokko oder Marokko in Deutschland 1930. Ja, an Seite mit Gary Cooper. Und das ist tatsächlich ein junger Fremdenlegionär. Und der trägt einen Anzug, wie ihn damals in der gleichen Epoche auch ihr Vater getragen haben könnte. Denn die Zeiten haben sich nicht geändert. Die Anzüge waren immer noch gleich. Bitte schön, Herr Kallmund. Dankeschön. Gerne. So, jetzt hat der Thomas Gast eine Nachricht für Sie und die Nachricht kommt von der Amikale in Forbach. Ich habe nämlich gestern mit dem Albert Stark gesprochen, der Präsident der Amikale in Forbach. Amikale, das sind die Vereine ehemaliger Legionäre und wir haben uns damals im Jahr, ich glaube, Sie waren im Jahr 2012 dort, ja. Da haben wir uns ganz knapp verpasst. Da war ich im Jemen in einem Security-Job unterwegs und wir haben uns wirklich ganz, ganz knapp verpasst, es ging um Tage. Und ich soll Ihnen auf jeden Fall von dem Albert Stark und von seinen Mannen die besten Grüße ausrichten.
Sie sind immer herzlich willkommen. Ja. Sie haben es ja nicht weit, Salut, ja, Vorbach. Ganz schnell, das ist eine halbe Stunde. Ja, ja. Ja. Das ist eine halbe Stunde. Und jetzt ist ja so, dass Sie sind Zivilist. Und Sie sind damals in Vorbach zum ersten Mal, würde ich sagen, direkt mit fremden Legionen ja. in Berührung gekommen. Ja. Was haben Sie für Eindrücke mitgenommen? Ja, also mit offiziellen Stellen von der fremden Legion war das in Vorbach zum ersten Mal. Und nach diesem Interview damals, Beckmann bekannt, montags abends, wo ich mit Rudi Assauer saß und mit Rainer Kallmund, ja. hat ja alle Welt gedacht, wir beide übrigens auch, jetzt wird über unseren Rücktritt, Bundesliga ohne Assi, Bundesliga ohne Kalli diskutiert, nie plötzlich Rudi Assauer Thema, ja, Sterbehilfe bei seiner Mutter, versucht, strafbar, wie, wo. Der zweite Fall war ich, Rainer Kallmund, Vater in der Fremdenlegion. Gut, ich bin da nicht mit hausieren gegangen, aber meine engsten Freunde, mein engstes Umfeld wusste das schon, weil es für mich immer ein Bedürfnis war, ein bisschen darüber zu sprechen. Aber wie gesagt, vertrauter, kleinerer Kreis. Das war für mich nicht weit tragisch, aber dann passierte etwas Ungewöhnliches. Mich erreichten Telefonate, alles Nachrichten von ehemaligen Fremdenlegionären. Ich sollte sie besuchen und sie kennen meinen Vater aus der Fremdenlegion. Sie hätten zusammen gekämpft, sie wären zusammen in der Kompanie gewesen. Also sagen wir mal Richtung 80 Jahre waren die mittlerweile. Und ich habe auch einige besucht und war dann doch sehr bewegt. Das glaube ich, ja. Sehr, sehr bewegt über ja, diese Zusammenhalt, diese Solidarität. Nicht nur zur Fremdenlegion, vor allen Dingen noch zu ihren Mitkämpfern, zu ihren Kollegen und auch das Bedürfnis, mir alles zu erzählen, wie war das mit meinem Vater, schöne Sachen, jetzt schwierige Sachen, Hobbys und all diese Themen. Es waren für mich wirklich wundervolle Begegnungen mit viel vertrautem Austausch, den ich eigentlich auch nicht missen möchte. Ja, ja. Und die erste offizielle war dann in Vorbach, hatte einen besonderen Grund. Ich hatte eine Veranstaltung im großen Shoppingcenter, war eine deutsche Amateurmeisterschaft von Köchen aus den einzelnen Landesverbänden. Ich war in der Jury und kurz vor Weihnachten draußen stand ein großes Zelt der Bundeswehr und da konnte man also ja, eine Linsensuppe, also einen Topf mit einem Würstchen essen. Gab natürlich in so einem Einkaufscenter jede Menge anderes, aber Sylt hat mich auch gereizt, so schön aus dem Topf, da so eine schöne Eintopfsuppe. Und da habe ich mit den Jungs gesagt, was ist da los hier? 1,50 nur. Und ja, wir machen jetzt zum Jahresende, Jahresanfang nochmal einen Abschied hier. Wir feiern nochmal richtig. Wir sind so ein multifunktionaler Kampfverband und kommen dann Richtung Nahe Osten. In diese Krisengebiete werden wir ab Januar versetzt oder eingesetzt. Das hat mich beeindruckt und ich habe 500 Euro reingeschmissen. Das ist, ja. Nee, das war für mich wenig. Eine schöne Sache. Ja. Ich bin jetzt auch kein Multimillionär, es war trotzdem für mich, auch für Weihnachten, vor diesem Thema, da will ich mich auch besonders erkenntlich sein. Ich hoffe, mein Vater hat es im Himmel oben gesehen. Und ja, am Abend zu, wo meine Veranstaltung mehr und mehr dem Ende entgegenging, kamen ein paar Offiziere von der Bundeswehr. Ja. Die sagten, ja, wir haben guten Kontakt auch zur Fremdenlegion, wir haben da Lehrgänge auch für Ausbildung. Wir wollten uns eigentlich für die 500 Euro erkenntlich sein und ihnen ja, einen Besuch in Vorbach bei der Fremdenlegion ermöglichen. Ja, also ich gerne, freut mich. Und dann haben wir das direkt am nächsten Tag gemacht, Sonntagmorgen, sind wir dahin. Das war kein Problem. Hätten wir auch imponiert. Nicht nur, ach, Sonntag haben wir nicht Dienst frei und da sind die nicht da. Nicht. Wir machen sonntagsmorgens, weil ich Montag einen Termin noch hatte, einen Vortrag bei einer Sparkasse in Losheim in der Nähe. Also ich bin sowieso hier im Saarland. Ja. Zack. Also hatten wir Sonntagmorgen zum ersten Mal in Vorbach einen kleinen Empfang. Auch mit so einer kleinen Ausstellung dabei. Also das war dann schon so doch mit Tiefgang versehen, so ein bisschen ergreifend und führte mir auch einen dicken Bauchgepinsel für die Dankbarkeit, die ich eigentlich gar nicht erwartet hatte. Ich habe es auch gar nicht so als Dankbarkeit gesehen, sondern Mensch, klasse, dass ich das jetzt mal wahrnehmen kann. Schöne Sache. Jetzt habe ich in meinem Kopf irgendwo so ein Szenario.
der Rainer Kallmund und der Thomas Gast in 2 Jahren ab Richtung Flughafen München rüber nach Indochina. Wir landen in Hanoi, begeben uns an den Friedhof in Bac Ninh, an das Grab ihres Vaters und an das Grab seiner Kameraden. Wir grüßen militärisch in Andacht, dann setzen wir uns hin, öffnen eine Flasche Wein, trinken aus einem Blechnapf Wein und schmettern einige Legionslieder. Was natürlich sein könnte, dass uns diese Aktion in ein vietnamesisches Gefängnis führt, aber grundsätzlich, wären Sie dabei? Ja, im Grunde genommen muss ich sagen, als ich nach über 50 Jahren dieses Grab gefunden habe, also auch, muss man sagen, es ging nur mit Unterstützung des französischen Verteidigungsministeriums, auch der Fremden Legion und dann natürlich vor allen Dingen der Vietnamesen. Mhm. Und ich habe dann festgestellt, wir hatten ja eine Sterbeurkunde, da stand drauf Lan Thai, Dien Bien Phu, das war ja die große Schlacht, da hat er auch dran teilgenommen. Ich wusste aber schon beim Besuch des Friedhofs, dass es jetzt sich nicht mehr um einen reinen Soldatenfriedhof handelte. Mhm. Bac Ninh ist auch die Region, wo der größte Militär, oder das größte Militärlazarett ist. Ja. Und da deutete vieles hin, dass er schwer verletzt von Dien Bien Phu in dieses Militärlazarett kommt. Mhm. Denn die Sitten in Vietnam sind so, dass wenn einer stirbt, normal unter die Erde kommt. Ja. Und ein paar Jahre später nochmal ausgebuddelt wird. Mhm. Und dann wird dieses Skelett praktisch in einem ordentlichen Grabfriedhof nochmal untergebracht. Ja. Mir fehlt jetzt natürlich so die letzte Information. Ich habe so eine Information, wo ich weiß, schwere Verletzung in Dien Bien Phu. Mhm. Weiß nicht, ob es aus der Schlacht war, die letzten Tage. Ja. Weiß auch nicht, ob es gab auch Legionäre, die mir gesagt haben, Mensch, der musste dann nochmal, wurden so einige Legionäre auch zu der offiziellen Ho Chi Minh-Gruppe, also der Staatsgruppe, die noch so ein bisschen Dinge zurückführen mussten, rekrutiert. Und da hieß es, da ist er anscheinend von Vietcongs, den Rebellen, die gegen Ho Chi Minh waren, hinterrücks so schwer verletzt worden. Also Fakt ist, er ist in Dien Bien Phu schwer verletzt worden. Mhm. Entweder in den letzten Kriegstagen oder in den ersten Tagen danach, so ja als an der Seite von Ho Chi Minhs Gruppen, von Vietcongs, das ist nicht klar. Fakt ist, er war in Dien Bien Phu. Fakt ist, er ist schwer verletzt nach Bac Ninh, 30 Kilometer von Hanoi, ins Lazarett, und Fakt ist, da ist er auch beerdigt worden. Mhm. Da haben Sie dann natürlich Quellen, wo man jetzt sagen kann, wissen wir nicht so ganz sicher, das waren ehemalige Legionäre, die Ihnen das erzählt haben, und dann vielleicht auch noch Quellen von der Regierung von Vietnam selber. Aber jetzt haben wir natürlich gefunden, den Etat Signalétique et de Service Ihres Vaters, den haben Sie auch, und ich hoffe, es ist für Sie in Ordnung, dass wir das mal zeigen. Ja. Wir gehen das mal zusammen durch. Das ist ein ganz offizielles Dokument, ja, auf Französisch. Etat de Signalétique et de Service. Das ist ein, wie soll ich sagen, das Tagebuch, das Marschbefehlsbuch.